Ja, und so liefen heute in Stade Tourbillon nur bekannte Gesichter ein. Untypisch für ein Saisoneröffnungsspiel. Typisch Sion hingegen, dieses Transparent. Im Wallis schmiedet man mal wieder große Pläne. Die Sittener wurden den eigenen Anforderungen zu Beginn nicht gerecht. Der FCZ kam zur ersten Torchance der Saison 2011-2012. Sion-Hüter Vanins bestand den Test bravourös. Der FC Zürich startete sehr schwungvoll in die neue Spielzeit. Erstaunlich, wie schnell die Zürcher den Rhythmus fanden. Das sah bereits richtig gepflegt aus. Die Mannschaft ist natürlich eingespielt, die Laufwege sind bekannt, nur mit dem Abschluss haperte es anfänglich noch. Schönbechler vergab diese gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite benötigte Sion eine Standardsituation, um erstmals gefährlich zu werden. Leoni gewann das Duell gegen Dingstag und trotzdem war dies der Startschuss zu einem Sion-Sturmlauf. Denn wenig später eröffnete sich Priovic diese hervorragende Chance. Leoni klärte. Allerdings war die Szene noch nicht gegessen. Die Zürcher unter Druck gesetzt und prompt mit dem schnellen Ballverlust. Die FCZ-Defensive unsortiert und wieder kam Priovic alleine vor Leoni zum Abschluss. Alexander Priovic, er ist nicht bekannt als effizienter Vollstrecker, aber mindestens eine dieser beiden Chancen hätte er nutzen müssen. Beide Male war es kein Offside gewesen, beide Male verhinderte Johnny Leoni Schlimmeres. Dank dem FCZ-Keeper blieb es beim 0:0. Aber der FC Sion machte nun richtig ernst. Nach einem verhaltenen Start hatten die Sittener den Gegner nun komplett im Griff. Sio vergab die nächste, sogenannte hundertprozentige. Zum Glück bin ich geneigt zu sagen, denn es wäre ein irregulärer Offside-Treffer gewesen. Weiter im Takt mit dem Heimteam. Langer Ball auf Priovic, wieder er und wieder kein Tor. Sio insistierte und machte es auch nicht besser. Die Führung für den FC Sio war überfällig. Der FC Zürich war in der Offensive kaum mehr zu sehen. Hier die Ausnahme mit Rodriguez an vorderster Front. Rodriguez umgesäbelt, Schiedsrichter Alabieri zögerte keine Sekunde. Penalty und Gelb für Adailton. Aber war da wirklich eine Berührung gewesen? Ich bin mir nicht sicher, wenn ich diese Bilder sehe. Sei es drum, der Schiedsrichter war ideal gestanden und so tänzelte in der Folge Xavier Marguera aufreizend lässig zur Ausführung des Penaltys und wurde bestraft für seinen überheblichen Versuch. So sieht Schadenfreude nach Walliser Art aus. Die neue Saison hatte bereits ihren ersten großen Lacher. 0:0 zur Pause. In der zweiten Halbzeit kamen die beiden Teams nicht mehr so richtig in die Gänge. Aber erneut gehörte die erste nennenswerte Szene den Gästen aus Zürich. Drmic, vielversprechend im Ansatz, aber halt auch ohne Auswirkungen auf den Spielstand. Auch Sion bei weitem nicht mehr so stürmisch wie Mitte erster Halbzeit, aber dann lief der Ball einmal flüssig über ein paar Stationen. Afonso auf Sio. Und Sio mit der tollen Übersicht. Obradovic vollendete in der 74. Minute das 1:0 für Sio. Alles in allem gesehen absolut verdient. Eine tolle Aktion der Walliser. Super Vorarbeit, zuerst von Afonso und dann auch von Sio. Und auch die Offside-Frage können wir klar mit Nein beantworten. Es deutete viel auf einen FCZ-Fehlstart hin. Die Mannen von Urs Fischer waren zwar stets bemüht und versuchten es bis zuletzt. Nikci und Co. brachten heute aber keinen Treffer mehr zustande. Erstmals seit 11 Jahren feierte der FC Sion gegen den FC Zürich einen Sieg. Dank dem 35-jährigen Oldie Goran Obradovic. Endlich haben wir den FC Zürich wieder einmal geschlagen. Das hat lange gedauert. Bei uns fehlten zu Beginn die Automatismen. Wir machten viele kleine technische Fehler. Aber letztlich denke ich, dass wir durchaus verdient gewonnen haben.
Aber wer weiß, was passiert wäre, wenn... Ja, ich habe probiert ein Panenka und normalerweise 9 Torhüter für 10 gehen auf die Seite, aber das war nicht heute so. Aber das ist schade, ich bin sehr ärgern über diese Penalty, das ist klar. Das Ganze war Alice Freud. Der FC Sion startet mit dem 1:0-Sieg perfekt in die neue Saison.